Hi My Protein Family. Wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal und drückt die Glocke. Hier ist Jan aus Würzburg. Wir reden heute über vegane Whey-Alternativen. Los geht's. Proteine sind einer der drei Makronährstoffe im Körper. Gerade zum Muskelaufbau oder zur Regeneration spielen sie die wichtigste, wenn nicht sogar essentielle Rolle. Proteine setzen sich in Teilen aus Aminosäuren zusammen. Die Aminosäuren müssen wir in Teilen auch durch die Nahrung aufnehmen. Wie das funktioniert, vor allem wenn man auch vegan oder vegetarisch sich ernährt, darüber reden wir jetzt. Warum für Veganer oder Vegetarier Whey-Protein keine Alternative ist, liegt an der Herstellung von Whey-Protein. Das wird aus Molke gewonnen und Molke ist ein Abfallprodukt bei der Milchherstellung, entsprechend tierischer Natur. Seit ungefähr 1,5 Jahren ernähre ich mich vegetarisch und werde immer mehr zum Veganer. Also musste auch ich mich umgucken, was es für Alternativen gibt. Dazu gehören zum Beispiel Erbsenprotein, Reisprotein oder Sojaprotein oder auch eine ganze Mischung daraus. Bevor ich mich für den veganen oder vegetarischen Lebensweg entschieden habe, habe ich immer gedacht, dass ich meine Proteinzufuhr vor allem durch Fleisch generieren muss. Das ist aber nicht so. Wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema Fleisch und fleischlicher tierischer Ernährung beschäftigt, kommt man ganz schnell zu dem Punkt, dass es auch um Tierwohl oder eben auch um die gesundheitlichen Aspekte geht, die man da nicht berücksichtigt. Das habe ich mir zum Anstoß genommen, um mich vor allem damit zu beschäftigen, was es für Alternativen gibt. Das Erbsenprotein punktet vor allem durch die super Zusammensetzung der Aminosäuren. Allerdings habe ich auch in der Vergangenheit damit die Erfahrung gemacht, dass es geschmacklich hin und wieder, sagen wir, gewöhnungsbedürftig ist. Mein Favorit ist aktuell das Sojaprotein. Das Sojaprotein hat einen Proteingehalt von bis zu 80% und steht damit tierischen Proteinquellen nichts nach. Darüber hinaus enthält das Sojaprotein alle 9 essentiellen Aminosäuren. Das heißt, auch da sind wir auf der sicheren Seite. Natürlich ist das Reisprotein auch noch eine gute Alternative, dem Körper durch vegane Zusatzstoffe das Plus an Protein zu geben. Reisprotein zeichnet sich dadurch aus, dass es unglaublich viele Nährstoffe noch enthält, wie Vitamin C, Calcium, Magnesium und trotzdem noch einen sehr, sehr hohen Proteinanteil hat, so zwischen 65% und 80%. Mittlerweile habe ich mich mit allen drei angefreundet. Ich bin der Meinung, dass es die Mischung macht und man dadurch die beste Zusammensetzung für seine veganen Alternativen zu den Whey-Produkten findet. Passend dazu gibt es von MyProtein die vegane Proteinmischung, die aus Erbsenprotein und Ackerbohnenisolat besteht, sodass alle essentiellen Aminosäuren darin enthalten sind und ganze 22 Gramm Eiweiß enthält. Jetzt könnte man sich fragen, irgendeinen Nachteil muss es doch haben, aber auch bei der Kalorienzufuhr wird man dadurch nicht über die Stränge schlagen, weil ein Shake gerade mal 110 Kalorien enthält. Es spielt keine Rolle, ob du komplett vegan bist oder tatsächlich noch ein bisschen vegetarisch dazu. Mit dem Shake von MyProtein kannst du auf jeden Fall den Muskelaufbau und die Regeneration fördern und das Whey-Isolat oder das Whey-Protein komplett ersetzen. Je mehr ich mich mit dem Thema vegetarisch bzw. auch vegan beschäftige, desto eher entdecke ich die Vorteile und desto mehr Vorteile kommen ans Licht. Das heißt, wer sich gesund ernähren will, wer auf die Umwelt achten will und vor allem noch den ethischen Aspekt berücksichtigen will, der ist mit den veganen und vor allem auch mit den vegetarischen Produkten von MyProtein auch beim Thema Sport nicht im Stich gelassen. Auch für mich war das damals ein großer Schritt. Probiert es einfach aus. Es gibt unzählige Alternativen zu den Milchprodukten, zu den tierischen Produkten. Es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Also, keine Sorge, alles mal ausprobieren. Schadet nicht, man tut sogar noch was Gutes nebenbei. Zum Thema Supplements denke ich, dass es da gar keine Alternative gibt. Liebe MyProtein-Familie, das war's auch schon. Es hat mir wieder Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Euer Jan aus Würzburg.